Das bin ich. Candidus. Yandra Aikara. Hier ist nichts. Und hier war's das mit den Giftpilzen. Frenja und eine Smaragdspinne. Rette Frenja. Ich habe Frenja gefunden. Sie wird von zwei Smaragdspinnen abgegriffen. Die sollte beistehen, damit sie anschließend über ihre Aktion beim Betreten der Höhle befragen kann. Diesmal wird sie mich nicht überraschen. Zwei Smaragdspinnen? Lass das mal vor. Alles klar. Ach, warte. Ich versuche mein Bestes. Ei. Mandaya Banda. Also die Smaragdspinnen sind jetzt gerade wieder richtig nervig. So, was passiert jetzt? Also erst einmal... Ich glaube, ich muss mich wohl bei euch für eure Hilfe bedanken. Spart euch euren Dank. Erklärt mir lieber, wie ihr uns hintergangen habt. Ich dachte, wir hatten eine Abmaus. Das kann ich euch nicht erklären. Ich weiß es selbst nicht. Ich muss das einfach tun. Okay. Magiekunde. Könnte es sein, dass ihr womöglich unter einem Bann steht? Erzmagus, wäre ihr vielleicht so freundlich, Frenja dahingehend zu untersuchen? Wie meinen? Ein, Bann? Ja. Ja, das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Analys Arkanstruktur. Ja. Ganz eindeutige Merkmale eines Cantus der Magica Controllaria. Eine abgewandelte Form des Imperavi, denke ich. Ja, äußerst potent. Könnt ihr den Zauber aufheben? Ich, denke schon. Währenddessen, Gwendala, heil dich. So, das, war es auch schon. Und, wie fühlt ihr euch jetzt? Als ob etwas von mir genommen wurde. Ich danke euch, Erzmagus. Für diesen Zauber kann doch eigentlich nur Dario und der Heilen verantwortlich sein, aber sollte der Zauber mit seinem Tod nicht seine Wirkung verloren haben? Im, Allgemeinen schon. Es sei denn... Es sei denn, er ist gar nicht tot. Das bin ich allerdings nicht, wie ihr seht. Es freut mich ungemein, dass ihr auf mein kleines Spiel hereingefallen seid. Übrigens, Erzmagus, wirklich bemerkenswert, wie leicht ihr den Zauber von Frenja genommen habt. Mein Kompliment. Ihr seid wirklich ein Meister eurer Zunft. Ich hab's mir aber gedacht, dass er nicht der Aschehaufen ist. Ja, bevor ich es vergesse, seht mal, wer mir da unterwegs in die Arme gelaufen ist. Nottel? Entschuldigt, Meister. Ist schon gut, Nottel. Das war nicht vorherzusehen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was das Ganze sollte. Nun, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Zu ihrem Leidwesen konnte die liebe Frenja mir leider nicht widerstehen und hat mir alles über das Auge der Göttin erzählt. Ihr hättet sehen sollen, wie sie sich gewunden hat. Einfach köstlich. Ihr habt bestimmt Verständnis dafür, dass ich mir einen solchen Madamanten nicht entgehen lassen konnte. Da sich die Statuette allerdings noch im Wissen zum Erzmagus Rakorium befand, beschloss ich, meinen Tod vorzutäuschen. Einem Mann mit euren Fähigkeiten die Statuette zu entwenden, wäre wahrscheinlich auch mir schwer gefallen. Also, warum das Risiko eingehen? Also seid ihr uns hierher gefolgt. So ist es. Und jetzt steht nur noch ihr zwischen mir und dem Auge der Göttin. Und anschließend werde ich das Ritual an Frenja durchführen. Zu schade, dass ihr das nicht mehr erleben werdet. Ihr scheint vergessen zu haben, dass Erzmagus Rakorium noch bei uns ist. Gerade habt ihr noch zugegeben, dass ihr ihm nicht gewachsen seid. Für wen haltet ihr mich? Natürlich bin ich inzwischen darauf vorbereitet. Hier seht. Ja, Bandstaub, nicht wahr? In der Tat, das ist, äußerst geschickt. Ich fürchte, ich wurde gerade meiner gesamten Astralkraft beraubt.
Bei der wahrscheinlich bevorstehenden Konfrontation werde ich euch also leider keine Hilfe sein können. Seid unbesorgt, Erzmagus. Mit diesem Schwung wäre ich auch ohne euch fertig. Ich glaube nicht. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich hatte schließlich ausreichend Gelegenheit, eure Vorgehensweise zu studieren. So wie ich eure. Glaubt nicht, dass ich mich zurückhalten werde. Das Auge der Göttin wird niemals in eure Hände fallen. Und für das, was ihr mir angetan habt, werdet ihr auch noch büßen. Das tut mir leid, Frenja. Aber das kann ich nicht zulassen. Ihr werdet noch anderweitig benötigt. Und jetzt zu euch. Ihr habt euch mir einmal zu oft in den Weg gestellt. Ja. Okay. Die kritische Wunde. Darion, noch ein Darion. Aber nur mit 400 Lebenspunkten jeweils. Lass das mal Vorgrim machen. Für Ardo. Das bin ich. Furax. Oh. Alles klar. Attacke. Ein. Yandra Aika. Okay, du darfst jetzt nicht die doch Tenolaps Pfeile benutzen. Werden im Kampf zu buffen, ist aber auch nicht gerade gut. Feuerbälle sind noch viel schlechter. Okay, ich muss da wirklich vor dem Kampf buffen. Also bevor ich auch noch überhaupt die Smaragdspinnen beseitige. Und ja, ich darf nicht zulassen, dass Gwendal abfällt. Also ja, erstmal. Benutzen wir Seife. Sanya. Alaoyama. Aldrasora. Saranar Ayor. Yandra Alka. Heya Kara Gra. Folgt mir, du Sektion. So, alles da, alles dran. Warten, dass Gladys ihre Astralmagie hat. Safe machen. Lass das mal Vorgrim machen. Alles klar. Warte, der Smaragdspinne kann man Wunden zufügen. Okay. Kann man auch Wunden zufügen. So. Das klicken wir mal durch. Dann hier einen Quick Save. Dann wissen wir nämlich die Spinne nicht nochmal. So, als ob ein. Ach ja. Entschuldigung. Ja, das klicken wir alles durch. Und los geht's. Ach nee, der Bandstaub erst. Glaub. Ich versuch mein Bestes. Bei Angroschs Bart.
Du wechselst gleich auf Tenolabs Pfeile. Furax. So, und dann boxen wir erstmal auf einer Seite den weg. Na klar, Arquartus. Okay, lass das mal vorne machen. Bei meiner Axt. Okay, einer ist weg. Mein Horax. Okay, das Original ist zwar noch da. Lass das mal vorgrimmen. Das bin ich. Ja. Na, durch die Tenolab-Pfeile machen wir allerdings verdammt viel Schaden an ihm. Skelette. Es ist also doch wieder die alte Leier. Oh, stärkere Skelette. Das ist so. Das ist wiederum eher nervig. Zum Glück habe ich Tenolab-Pfeile. Auch wenn die nicht ewig halten werden. Na gut, ich habe bis jetzt nicht viele verballert. Du könntest mal wieder einen Armatritz gebrauchen. Oder allgemein mal. Ich glaube, bei dir war gar keiner aktiv. Trink einen Heiltrank. So, jetzt können wir wieder auf Dario Tahin losgehen. Okay, nächste Skeletthorde. Ich versuche mein Bestes. Bei Angrosch. Ja. Alles klar. An die Dolch. Oh, das ist sogar Kopflose. Oh, Kopflose machen Aua. Oh, es sind auch. Nee, es sind auch wieder noch 5 Kopflose. Oder nee, sogar 4 nur. Nee, nee, nicht weglaufen. Du sollst einen Heiltrank trinken und dann den da angreifen. Na klar. Und du sollst nach dem Armatrutz auch einen Heiltrank trinken. Folgt mir. Na klar. Sehr.
So, wir brauchen einen neuen Gefährten. Meint ihr? Alles klar. Die Zeit.